immer wieder wird in den letzten Jahren behauptet, dass die Ungleichheit in Deutschland seit 2005 abgenommen hat. Ein Forscherteam des IMKs und des ZDBs Mannheims hat nun herausgefunden, dass diese Zahlen wahrscheinlich nicht stimmen. Berücksichtigt man nämlich die Einkommen aus Unternehmertätigkeit, also auch die Gewinne und die Dividenden aus Aktien, so stellt sich heraus, dass diese Einkommen sehr stark gestiegen sind seit 2005. Und berücksichtigt man die sogenannte Querverteilung, das ist die Verteilung dieser Einkommen über die verschiedenen Haushalte, so stellt sich heraus, dass hiervon insbesondere die hohen Einkommenhaushalte profitiert haben. Das ist an sich wenig überraschend, aber es verändert die Aussagen über die Verteilung. Denn damit kommt gerade diesen Haushalten eine hohe Einkommenssteigerung zugute und das hat wahrscheinlich die Ungleichheit sogar verschärft. Die Indizien sprechen also dafür, dass wir heute eine höhere Ungleichheit haben als 2005. Man braucht allerdings noch zusätzliches Datenmaterial, um dies vollständig abzusichern.